Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Ich baue in den nächsten 100 Tagen 100 Beats. Heute sind wir bei Beat Nummer 96. Let's go. Wenn du neu bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Abonnieren drückst und die Glocke, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Wenn du auch Inhalte haben willst, die nicht nur in den Videos stattfinden, sondern die vielleicht auch mal kleiner sind, wie eine Event-Empfehlung, ein Video von jemand anderem hier auf YouTube oder Free-Plugins, wo ich kein Video zu mache, dann trag dich doch gern in mein Newsletter, den findest du unten in der Beschreibung. Okay, das Ganze fängt hier mit einem Kontakt-Instrument an, diesem Lo-Fi-Glow und spielt erstmal Folgendes. Und dazu kommt hier noch so ein E-Piano, das sieht so aus, ist von Logic und spielt Folgendes. Und das ist eigentlich auch schon der melodische Teil von dem Ganzen. Vor allen Dingen war mir hier bei dem Beat wichtig, das neue Drum-Kit von Labs bzw. Spitfire Audio zu benutzen. Und ich denke, das ist mir gelungen. Ich hatte richtig Bock, einfach ein relativ authentisches Schlagzeug zu basteln. Und ja, wir fangen mal mit der Kick an. Und Snare. Und das ist insgesamt ein bisschen tight natürlich, weil ich hier quantisiert habe. Das sollte man vielleicht nicht machen, wenn man es so ganz, ganz authentisch haben will. Aber ich fand es trotzdem geil. Open Hi-Hat. Und eine Hi-Hat, beziehungsweise zwei Hi-Hats, die spielen Folgendes. Warte mal, ich will ja alles sehen. So. Es klingt einfach so schön dreckig. Dann gibt es hier nochmal eine andere Hi-Hat. Lo-Fi wollen wir nicht drin haben. So, Hi-Hat 2 ist diese hier. Und das klingt dann insgesamt alles so. Und dann gibt es hier noch einen Bass. Der ist mir safe misslungen. War schon spät, aber ich denke, ihr seht mir das nach. Klingt so. Ist auch ein bisschen leise. Ich habe den wahrscheinlich aus Angst leise gemacht. Vielleicht kann man den auch tiefer bouncen. Wird nicht besser, wahrscheinlich muss man da einen anderen Bass dann irgendwie nehmen, falls dieser Loop überhaupt irgendwann mal irgendwas wird. Vor allen Dingen die Drums, achtet auf die nochmal, wenn wir uns das Ganze anhören. Ich empfehle euch, holt euch von Spitfire Audios Audio Labs, das ist kostenlos und da kommt immer wieder was Neues, Geiles dazu.
Wenn dir das Video gefallen hat und du ihn nicht mehr brauchst, dann lass gerne deinen Daumen da. Im Idealfall natürlich nach oben. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne eine E-Mail. Die findest du unten in der Beschreibung. Wenn du den Kanal supporten willst mit Videos gucken, dann ist es geil. Mit Likes da lassen, noch besser mit Kommentaren. Richtig geil. Und wenn du die volle Support-Punktzahl erreichen willst, dann nutzt doch gerne die Affiliate-Links. Die führen dich zu Stores, wo du einkaufen kannst. Die Dinge, die du wahrscheinlich eh gerne kaufst, wie Plugins und Equipment. Und du zahlst natürlich den ganz normalen Preis und ich kriege aber ein kleines bisschen was davon ab. Wenn du nicht genug von mir bekommen kannst, findest du mich auch auf Instagram, TikTok und Facebook und alles, was irgendwie relevant ist und vielleicht in der Zukunft stattfindet. Vielleicht hat die chinesische Weltherrschaft schon begonnen und wir haben nur noch TikTok. Dann findest du mich nur noch da und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.